meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich begrüße euch heute und wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Vlog. Ich stehe gerade in der Küche. Wir haben, was haben wir denn heute? Mittwoch. Haben wir heute Mittwoch? Ja, wir haben Mittwoch. Ich bin gerade dabei, den Haushalt zu schmeißen. Und werde gleich mal anfangen, so ein bisschen Weihnachtsgeschenke zu sortieren. Denn es ist eine große Bestellung angekommen. Ich kann nicht so viel verraten und ich kann auch nicht so viel zeigen, weil natürlich meine Family meine Videos guckt. Deswegen werde ich das euch leider erst verpackt zeigen können, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ein bisschen was von Sensi ist auch gekommen. Ich habe mir neues neuen Waschduft bestellt. Liebe ich über alles. Und ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, viel Spaß und wir sehen uns gleich. Das war heute übrigens in Felins Adventskalender Türchen Nummer 9 von meiner Schwester. Ein bisschen Süßigkeiten und total schöne kleine Kleber, Glitzersteine. Richtig cool. Ich habe übrigens noch meinen Swatch hier. Ich habe eben eine Story gemacht für Banana. Leute, das ist der absolute Hammer. Also ich liebe diese Produkte. Dann habe ich meine neue Lampe eben aufgemacht. Ihr werdet sterben, wenn ich sie euch gleich zeige. Die Special Edition von Sensi. Jedes Jahr bringe ich zu Weihnachten immer eine neue raus. Und da habe ich Pretty in Plate reingetan. Ich bin im Gerüchebeschreiben absolute Nullnummer, aber riecht sehr gut. Natürlich steht wie immer mein Kaffee hier. Und ja, Spülmaschine läuft. Ich mache jetzt hier noch so den Rest ein bisschen fertig. Ich muss unbedingt meine Schublade mal ein bisschen aufräumen, denn die geht nicht mehr zu. Upsi. So, es wird Zeit, dass ich mal unseren Wasserkocher entkalke. Ich bin da irgendwie total penibel, was das betrifft. Ich entkalke wirklich regelmäßig Kaffeemaschine, Wasserkocher, alle Geräte, die man so hat, da achte ich dann wirklich schon drauf. Ich hatte lange Zeit einen Bio-Entkalker, der war richtig gut. Dann war der immer wieder ausverkauft und jetzt musste ich auf den hier umsteigen, weil ich hatte auch einen anderen Bio-Entkalker, der hat leider nichts gebracht. Da war leider die Hälfte an Kalk noch im Wasserkocher und das hat mir dann leider nicht so viel gebracht. So, jetzt werde ich den entkalken, dann habe ich das auch schon mal geschafft. Und ich habe übrigens auch heute schon eine Wäsche angeschmissen, Leute. War heute schon richtig fleißig. Wir haben es aber auch schon 11 Uhr, glaube ich. Also ist jetzt nicht mehr so früh. Die zweite Wäsche ist schon am Waschen. Und die kann ich gleich auch schon aufhängen. Ich erwarte auch eigentlich noch was von DHL. Aber wenn mein liebster DHL-Fahrer mal nicht kommt, dann bin ich völlig auf dem Konzept, Leute. Der kommt nämlich ständig um dieselbe Uhrzeit und ich weiß schon, wenn er bis 9:30 nicht da war, dann fährt er auf jeden Fall nicht unsere Route ab. Und dann weiß ich immer nicht, ja, bin ich da zu Hause, bin ich nicht zu Hause. Wir haben einen Ablagevertrag, also das ist nicht das Problem. Hier kommt keiner umsonst. Aber es ist doch schön, wenn sie die ganzen Pakete direkt, wenn sie klingeln, abgeben können. Wisst ihr, wie ich meine? Und im ganzen Haus riecht es nach meinem Duft, den ich euch eben gezeigt habe. Ich räume übrigens nebenbei auf, ne? Ich zeige euch jetzt mal das Allerschönste auf der ganzen Welt, was ich heute Morgen, oh Gott, weiß ab gleich. Funktioniert nicht. Ausgepackt habe. Und zwar ist das die diesjährige, richtig streng limitierte Warmer Lampe von Sensi. Können wir bitte über diese wunderschöne Lampe sprechen? Die ist, wie gesagt, ganz streng limitiert. Es, glaube ich, gibt weltweit nur über 6600. So um den Dreh. Hier mit dem kleinen Nussknacker. Der ist übrigens magnetisch. Den kann man abnehmen. So, dann sieht die von der anderen Seite so aus. Und dieses kleine süße Häuschen gehört auch noch dazu. Da kann man einzeln die Socken dranhängen. Leute, wie schön ist das bitte? Ja, und hier oben ist das Wachs drin.
Da, das ist auch schon gut geschmolzen, deswegen riecht das auch so gut. Und ja, die steht jetzt gerade hier, weil ich sie einfach ganz nah bei mir haben will. Auch die hier habe ich selber dran gehangen. Oh Gott, herrlich. Und ja, ich bin mehr als schockverliebt, wirklich. Gerade hat es geklingelt und mir wurde ein riesen Paket gebracht. Und ich wusste erst gar nicht, was ist das? Oh Leute, ich glaube, ich habe ein richtiges Problem. Ich habe einen Spiegel bestellt, einen runden. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht... Oh Mann, ich kann einfach nicht messen. Leute, ich und messen und schätzen, ne? Das ist eine Katastrophe. Auf jeden Fall haben wir ja hier unsere Kommode. Da liegt jetzt aktuell Felins Schal und Mützen drauf. Und ich wollte über diese Kommode, da hängt jetzt ein Bild von uns, deswegen muss ich das einmal wegmachen, einen großen runden Spiegel hängen. Nun ja, ihr seht ja auch, wie breit diese Wand ist, ne? Machen wir das Ganze doch mal auf. So, wofür hat man denn eine Kochinsel, ne? Oh Gott. Also schwer ist es jetzt nicht, aber... Oh Gott. Schere. So, dann wollen wir doch mal gucken. Oh, Leute, wenn der nicht passt, ich krieg die Krise. Warum... Ich habe gerade übrigens meinen Wasserkocher noch mal angemacht zum Entkalten. Also nicht wundern. Ja, hallo! Nehme ich überhaupt auf? My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Okay, über den Boden wollen wir jetzt nicht sprechen, aber können wir über diesen heftigen Riesenspiegel sprechen? Ich habe kein gutes Gefühl. Ich sag's euch. Oh Mann. Mist. Der ist riesig. Ich habe mich wieder vertan. Er ist zu groß. Willkommen in meiner Welt. Aber schön ist er, oder? Was sagt ihr? Ja, jetzt muss ich nur gucken. Oh Gott, der wird da niemals hinpassen, Leute. Können wir bitte kurz darüber sprechen, was ich für ein Genie bin? Bitte. Er passt da wirklich hin. Ich sag's ja, ich habe absolut kein Auge dafür. Ich habe jetzt schon wieder gedacht, der passt hier gar nicht hin. Aber er passt. Das ist ein Gummi. Also das ist Gummi. Das heißt, der kann mir hier gerade nicht umkippen. Der hat natürlich auch eine Aufhängung. Und ich möchte den auch aufgehangen haben. Der steht jetzt hier so ein bisschen an der Steckdose, aber der kann auch ein bisschen weiter nach links. Und ich bin richtig glücklich gerade. Ich bin gerade richtig glücklich. Der ist übrigens von... Amazon, genau. Verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Oh, Leute. Das ist mega cool, oder? Ja. So, ich habe jetzt ein bisschen was gegessen. Ich habe auch mir überlegt, was ich heute kochen werde. Ich muss ein bisschen einkaufen, bevor ich Felin hole. Und werde auch noch ein paar Kleinigkeiten besorgen, denn ich bin am Samstag mit Bea verabredet in Wetzlar, Tatsache. Wir treffen uns ja seit ein paar Jahren jedes Jahr einmal zum Shoppen für Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde. Dieses Jahr ist das natürlich eine sehr, sehr abgespeckte Version wegen Corona. Und wieso habe ich eigentlich nur Freundinnen, die 3 oder mehr Kinder haben? Also ich habe 3 gute Freundinnen, die haben alle 4 Kinder. Krass. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Da fahre ich gleich nochmal los. Ich muss auch noch 2 Pakete wegbringen. Ich habe ja zum ersten Advent eine Kaffeemaschine verlost bei mir auf Instagram. Aktuell läuft übrigens die 2. Adventsverlosung. Das heißt, schaut gerne bei Instagram vorbei, es lohnt sich. Und die Kaffeemaschine möchte ich natürlich heute direkt losschicken, damit die Gewinnerin sie auch schnellstmöglich erhält. Ja, das ist erstmal so der Plan. Oh, sowas zu entsorgen ist ja immer ätzend, ne? Ich bin gerade richtig happy, denn DPD hat gerade geklingelt und hat meine HelloFresh-Box gebracht. Juhu! Keine Kooperation, selbst bezahlt. Aber ich sag's euch, ich bin mega froh, dass es HelloFresh gibt, ey. Gerade in so jetzt aktuellen Zeiten, da muss ich echt weniger einkaufen. Ich muss weniger los. Ich liebe das einfach. Ich mache die jetzt gerade mal auf, weil ich tatsächlich die gerne jetzt einmal in den Kühlschrank packen würde. Jetzt gucken wir mal, was wir Leckeres dabei haben. Ich werde natürlich direkt heute davon auch was kochen, heute Abend. Das passt nämlich perfekt. Also, wir haben vietnamesisches Rindfleisch. Boah, geil. Mit Chili-Nudeln, Paprika und Buschbohnen.
Karibischer Süßkartoffel-Kokos-Eintopf. Mega. Hackbällchenpfanne mit Paprikagemüse. Perfekt für mit Kind. Kartoffeleintopf mit Wiener Würstchen. Für die Jahreszeit jetzt auch mega, ne? Und einfache Bacon-Hähnchen-Sticks. Coole Auswahl. Mega gut. So, ich werde das jetzt alles mal in den Kühlschrank verräumen. Und dann werde ich mich anziehen. Wie gesagt, kurz in den Einkaufsladen hüpfen. Ich brauche nur sowas wie Obst, Gemüse, Backpapier, also so Kleinigkeiten, die fehlen. Und dann hole ich Feline ab und dann geht's ab nach Hause. Gibt es noch einen kleinen Geschenketipp passend zu Weihnachten von mir für euch? Ihr wisst, ich bin schon lange, lange Kundin bei Daniel Wellington und habe viel, viel Uhren von Daniel Wellington und Schmuck. Und auch nur Uhren von Daniel Wellington. Und Instagram geht gerade richtig ab, weil ich seit neuestem meine Kette von Daniel Wellington umhabe. Ich zeige euch die mal. Das ist so eine schöne Kette, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die ist ganz schlicht in Schwarz und Gold und da steht Daniel Wellington drauf. Und passend dazu, okay, nicht wundern, ich habe gerade noch Lippenstift geswatcht, meine wunderschönste Uhr ever an. In Gold mit schwarzem Zifferblatt. Leute, guckt doch mal, wie schön. Die kann, ey, ganz ehrlich, ganz schlicht oder ganz sportlich getragen werden. Ich habe natürlich auch noch immer den passenden Ring um. Ihr seht also, die Farbkombination geht super klar. Die haben ja verschiedene Farben bei Daniel Wellington. Die haben aktuell 25% Rabatt auf alles, wenn ihr zwei Produkte kauft. Das gab es noch nie. Das heißt, die beliebte und super rare Iconic Collection ist auch dabei. Die ist nicht mit ausgeschlossen. Und jetzt kommt noch der Knaller obendrauf. Ich habe einen 15% Rabattcode, der ist Beautylinda. Der kommt auch nochmal oben drauf. Wahnsinn, oder? Und ich zeige euch jetzt mal die Geschenkverpackung, wie das Ganze bei euch ankommt. Denn die gibt es gratis dazu. Schaut mal, so schön kommt das Ganze bei euch an. Es ist eigentlich schon perfekt eingepackt, ihr braucht nichts machen. Das Ganze könnt ihr hier via Magnet einmal öffnen. Und da drin würde sich jetzt quasi euer großes Paket befinden. Uhr, Schmuck, Armband, Ringe, was auch immer ihr möchtet. Ich finde die Verpackung sehr, sehr schön. Die Verpackung ist auch sehr, sehr hochwertig. Sie ist auch nicht 0815, sie ist super schlicht und die bekommt ihr gratis dazu. Ja, ich liebe Daniel Wellington schon seit vielen, vielen Jahren. Meine treuen Zuschauer wissen das auch. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox. Schaut euch das gerne an. Allerdings ist es so, was ausverkauft ist und was weg ist, ist weg. Und deswegen, wenn ihr eine Lieblingsuhr im Auge habt oder einen Lieblingsarmreif, Ring, was auch immer, dann seid schnell, schaut gerne dort vorbei und vergesst meinen Code Beautylinda nicht. Denn damit gibt es nochmal 15% obendrauf. Wir sind wieder zu Hause. Und Feline hat ihre super schönen neuen Puschen an, die sie vom Nikolaus von Tante Jacqueline bekommen hat, ne? Die wurden noch abgegeben bei Tante Jacqueline, ne? Die hat nämlich ihre Cousine auch und die fand Feline ganz toll. Und das hat der Nikolaus gehört, ne? So, weißt du, was das ist? Ja. Das ist Mamas, okay? Das ist nicht zum Spielen. Ja. Aber Mama zeigt dir jetzt mal was. Pass mal auf. Guck mal. Schau, ist das schön? Das ist okay. Prost. Da sind die Geschenke. Und da sind die Schuhe. Und das sind Socken, ne? Ja, und da sind die Pferde. Das kannst du nicht auspusten, mein Schatz. Das ist aber ein Feuerwehr. Also, die Weihnachtszeit ist ja, was so Süßigkeiten anbetrifft, echt ein hartes Pflaster, ne? Die kriegen ja irgendwie immer überall, jeden Tag irgendwo was. Jetzt hat ja meine Schwester den schönsten Adventskalender gemacht. Da ist natürlich jeden Tag was drin. Wir haben ja den Pixiebook-Kalender extra gekauft, damit sie da nicht auch noch was hat. Jetzt hat sie aus dem Kindergarten wieder was mit. Also es ist echt schwierig, da echt eine Balance zu finden. Ich meine, mein Kind darf Süßigkeiten nicht. Ich spreche mich da überhaupt nicht von frei. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Das soll auch jeder machen, wie er will. Aber ich denke mir auch manchmal so, es soll schon noch für sie was Tolles sein und was Leckeres und nicht zum Alltag irgendwie gehören. Und ja, gerade eben hatten wir so eine Diskussion. Wir konnten uns dann, ich suche gerade eine Kaffeetasse, auf einen Snackteller einigen. Da habe ich ein paar Salzstangen drauf gemacht, ein paar Knabberstangen, so ein Müsli-Riegel von Hip und Gummibärchen ein paar. Und dann ging das auch. Warum muss eigentlich immer ich die Tropfschale leeren? Ist das bei euch auch so? Ja, wie sieht unser Nachmittag jetzt aus? Wir waren
noch ein Paket wegbringen. Ich war noch ein Paket wegbringen, was mit Hermes abgeschickt werden muss. Und wir haben momentan hier so eine richtig dumme Baustelle. Und die nächstgelegene Abgabestelle ist halt die. Und da muss ich einen Umweg von über 10 Minuten fahren. Und das im Berufsverkehr. Und ja, das hat gedauert, bis wir jetzt wieder zu Hause waren. Feline war aber so süß an der Tankstelle, dass sie einen Lolli bekommen hat. Hat sich also auch gelohnt. Seht ihr, das meine ich mit Süßigkeiten, ne? Ja, jetzt mache ich mir erstmal Kaffee. Und heute Abend wird dann auf jeden Fall ein HelloFresh-Rezept gekocht. Ich weiß noch nicht welches. Ich habe Feline gerade auch gefragt, was sie machen möchte. Wir gehen jetzt ins Zimmer. Ich glaube, wir basteln eine Runde. Weil, habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, ne? Das war ja heute Morgen in ihrem Adventskalender. Und das hier hat sie mir aus dem Kindergarten mitgebracht. Ein selbstgebastelter Stern. Wie viel Wert sowas hat, kann nur eine Mutter fühlen. Naja, jetzt gibt es erstmal lecker Kaffee. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes machen. Es wird ja schon dunkel. Unsere Lichter sind alle schon an draußen. So, Feline ist mit Basteln beschäftigt. Ich muss einmal hoch. Also erstmal will ich meinen schönen Limited-Karton hochbringen. So sieht das übrigens aus, wenn unsere Lichterkette hier leuchtet. Und ich möchte einmal hier hoch, weil ich gerne, bevor sie nachher ins Bett geht, einmal noch durchlüften möchte. So, wir haben ja eigentlich einen Timer, wo hier alles angeht. Aber für meine Sternlichter hier noch nicht, weil die steckt separat. Und manchmal vergesse ich sie. Und manchmal nicht. Und das Ganze sieht dann so aus. Richtig, richtig schön. Ich könnte es noch mehr haben. Es ist einfach ein Traum. Und von außen sieht es natürlich noch schöner aus. Ja, ansonsten ist es gerade sehr dunkel hier, weil so sieht das Gelände aus. Richtig schön. Ich habe hier schon die Wärmflasche hingelegt. So, jetzt bin ich im Schlafzimmer und lüfte hier gerade auch noch einmal durch. Ich mache immer den Stern hier abends an. Da mache ich gleich die Plissiers ein bisschen runter, wenn alles so schön leuchtet. Und unser Dielenboden. Was soll ich dazu sagen? Aktueller Stand, ich bin richtig gut dabei. Jetzt fällt mir nur noch dieses Chaos hier auf, was mich nervt. Ich habe jetzt gerade den kompletten Inhalt der Kaffeemaschine mit in die Spülmaschine getan. Das mache ich immer regelmäßig, weil mich das anekelt dann. Und dann mache ich meine Maschine immer mal noch so schön sauber. Und ihr wisst gar nicht, was sich da für Dreck ansammelt. Das ist echt schon eklig. Handcreme, dann habe ich hier mein Desinfektionsmittel. Das ist auch richtig gut. Das hat mir Kind Living geschickt. Das haben die jetzt neu im Sortiment. Richtig cool. Dann habe ich hier aus meinem Adventskalender von My Müsli zwei kleine Tees, die ich unbedingt probieren möchte. Deswegen stehen die eigentlich. Felice Labello. Sie kriegt morgens immer Labello. Ja, noch eine Handcreme. Ach so, Kringelkrangel. So, ich mache jetzt gerade Felines Abendbrot. Die hat Hunger. Ich koche später noch HelloFresh. Aber ich koche später noch HelloFresh. Aber sie wollte jetzt schon was essen. Oh nein. Ich mache ihr so ein bisschen Frischkäsebrot. Und dazu gibt's, das ist ihre absolute Lieblingswurst. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Bärchenwurst. So, und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich werde ihr noch, also ich werde sie erstmal fragen, ob sie noch einen Apfel dazu haben möchte. Dann schneide ich noch ein bisschen Apfel. Hier habe ich natürlich auch noch ein bisschen Mandarine. So, mein Essen. Feline ist gerade ein bisschen doof drauf. Darf jetzt köcheln. Hier ist die Suppe drin mit allerlei Süßkartoffeln, Kartoffeln. Hier habe ich die Würstchen geschnitten. Papa kommt gleich. Ich muss jetzt einmal mit Feline gerade gucken, wann der Papa kommt. Die vermisst nämlich den Papa ganz doll, ne? So, wie man sieht, Papa ist zu Hause. Das Kind ist glücklich. So ist das jeden Abend. Und ich wollte euch kurz das fertige Essen zeigen, die Suppe. Die sieht so aus. Und ich würde sagen, guten Appetit. So, ihr Süßen, wir haben gegessen. Feline hat total den müden Punkt bekommen irgendwie. Wir haben es jetzt 7:15. Dennis ist gerade mit ihrem Bad. Da ist das Brot abgestürzt und macht sie Bett fertig. Und ich würde mich dann jetzt aus dem Vlog verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf, denn wir tun es auch. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.